Hi, vielen Dank, dass ihr mal wieder reingeschaut habt auf meinen Kanal. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Lothar. Es geht in meinem Kanal meistens um Kamera, Kamera-Gear, Equipment, Filmen, Fotos, alles was dazugehört. Zu Beginn habt ihr schon gesehen, es geht um den Reno Slider, um das Baby hier. Habe ich schon, ich glaube fast ein Jahr. Macht mir riesen Spaß. Hier oben in dem Link, da habe ich auch mal ein Video, wo ich den Slider fast hauptsächlich eingesetzt habe. Und was der Slider kann, wozu man den einsetzt, das zeige ich euch jetzt. Jetzt gehen wir erstmal raus und gucken uns mal an, was wir draußen filmen können. Ja, dumm gelaufen. Also ich hatte eigentlich vor, auf dem Parkdeck vom Düsseldorfer Airport mit dem Slider einige Aufnahmen für euch zu machen. Allerdings haben die eine Security auf dem Besucherparkdeck. Okay, das sind die Vorschriften, das habe ich nicht gewusst. Und damit konnte ich dann meine Kamera, mein ganzes Gear nicht austauschen, weil ich dieses Werkzeug immer dabei habe, um die verschiedenen Kameras eben auszutauschen, auf dem Gimbal zu setzen. Ja, und dazu brauche ich dieses Werkzeug und das durfte ich nicht mitnehmen. Schade. Aber kein Problem, dann machen wir jetzt hier im Studio ein paar Stills. Also ich hoffe, ihr habt es gesehen, mit dem Reno Slider kann man richtig gute Kameraschwenks erzielen, die Laune machen zum Meer. Zuschauen macht Spaß, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Der Reno Slider liegt ungefähr bei $500. Dazu gibt es eine App, die man dann mit seinem Smartphone, also iPhone oder Android, runterladen kann, um dann noch verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen. Intern ist eine Batterie oder ein Akku, der, ich weiß nicht, wie viele Tage der hält, aber der hält wirklich sehr, sehr lange. Also ich habe noch nie ohne Akku da gestanden, habe den vielleicht 2-3 Mal erst aufgeladen. Also ist für mich eine klare Empfehlung, wer also viel filmt und eben auch in der Produktfotografie so Still-Kamera-Schwenks machen möchte, ist, glaube ich, damit sehr gut beraten, den Reno Slider zu nutzen. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und in meinem nächsten Video geht es endlich wieder um das Baby. Die DJI Mavic Pro Zoom. Es ist Sommer, ich habe wieder Bock, ein bisschen zu fliegen mit der Drohne. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, unten einfach den Kanal abonnieren, die Klingel noch andrücken und dann verpasst ihr nicht das Video, das nächste Video mit der Mavic Zoom. Peace!